Guten Tag, meine lieben Leute. Wir sind heute im Wald, weil ich habe nämlich die Tage eine tolle Challenge gesehen, die ich gerne machen will und die ich so ein bisschen mit was verknüpfen will. Und zwar gibt's den Kanal Nix Ford. Ich verlinke euch den mal unten in der Beschreibung. Und der hat gemeinsam mit einem anderen YouTuber so eine kleine Challenge gemacht. Und zwar haben die B-Roll anhand von Geräuschen gefilmt. Jetzt kommt hier einfach so ein scheiß Bulldog angefahren. Oder? So, die Challenge geht folgendermaßen. Ihr geht irgendwo hin, setzt euch hin, holt euch Stift und Papier, setzt euch einen Timer auf 5 Minuten und schreibt einfach mal auf, welche Geräusche ihr in den 5 Minuten hören könnt und dann filmt ihr dazu entsprechende B-Roll. Ich würde sagen, wir suchen jetzt mal ein schönes, lauschiges Plätzchen und dann kann es auch schon losgehen. So, hier ist jetzt so eine schöne Grillhütte. Ich glaube, das ist ein ganz guter Platz, da setze ich mich einfach mal hin. So sieht das Ganze hier aus. Da hinten fließt ein kleiner Fluss entlang. Deswegen, ich denke, das ist ein ganz guter Spot, um hier einfach mal zu sitzen und zu lauschen. Ich glaube, ich setze mich einfach unter diesen Baum hier. Stift und Papier habe ich auch schon vorbereitet. Meinen Timer habe ich auch schon quasi auf, kann man das sehen, 5 Minuten eingestellt. Den starte ich dann, sobald ich auf der Bank sitze. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, der Timer ist abgelaufen. Ich habe mir auch einiges hier aufgeschrieben, muss ich sagen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das so alles filmen soll. Ich habe jetzt nochmal eine minimierte Liste erstellt. Und zwar habe ich jetzt mal nur die Geräusche rauskristallisiert, die so typisch für einen Wald sind, was man so eigentlich typisch für einen Wald nehmen würde. Nämlich das plätschernde Wasser, Sachen, die vom Baum fallen, der Wind, der in den Baumwipfeln weht, die Vögel, die zwitschern, Schritte auf dem Kies bzw. auf so einem Waldboden, das Knarzen von Holz und Fliegen, Insekten und sowas. Seid gespannt. So, da ist mir beim Schnitt doch tatsächlich aufgefallen, dass ich die Abmoderation vergessen habe im Wald. Wie dem auch sei, es war so heiß, ich hatte irgendwie, war einfach durch. Ich hoffe, der kleine Clip hat euch gefallen. Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr das findet. Wäre cool, wenn ihr auch mitmacht. Ich finde, das war echt eine coole Challenge, hat echt Spaß gemacht. War gar nicht so einfach, auch alles irgendwie passend zu filmen. Und so im Nachhinein hat man natürlich dann trotzdem immer noch mal irgendwie gefühlt sowas liegen lassen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich finde, ich sollte mehr so Challenges machen. Falls ihr irgendeine Idee habt, was ich machen könnte, auch unten damit in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst auch gerne ein Abo da. Schön, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut.